Ich kann dir eins sagen, du bist schon mal delusional. Ich weiß gar nicht, wie du das Game überhaupt so sehen kannst. Ich glaube, du denkst, du bist viel schlauer, als du bist. Ist die Frage, sind meine Mates dann schuld, dass ich verloren habe? Ja, natürlich sind sie schuld. Dafür, dass du 4,5 Millionen Masterpoints auf Illaoi hast, kannst du auch mit 10 Games drauf haben, was du machst. Boah, das ist das erste Mal, dass ich so etwas in einem Coaching sage. Bist du behindert? Hallo. Hallo, hallo. Ich höre dich, das weißt du, ne? Er hört mich nicht, ja? Jetzt höre ich dich. Aha, warum schaltest du mich stumm? Keine Ahnung, automatisch. Frech. So, dann, ich habe eben schon mal nachgeguckt. Du bist Silber Top Laner, ne? Ja. Ist es schlimm, dass ich nachgeguckt habe? Ja. Weil ich in Emerald gerankt war und ich Silber ein bisschen niedrig finde. Deswegen der neuen Season, oder? Keine Ahnung. Ich hatte 5 Monate Pause gemacht, dann habe ich am Ende der letzten Season in 3 Tagen von Silber nach Platin 2 gespielt. Und ich wollte Emerald hitten, hat aber dann irgendwie zeitlich nicht mehr geklappt. Und dann wurde ich in Gold eingerankt und bin bis nach Bronze 2. Und dann wieder nach, jetzt bin ich Silber 4. Aber auch als ich Emerald gehittet habe, ist mein Account von untere Bronze nach Emerald und wieder zurück und wieder nach Emerald. Und am Ende war ich dann in Emerald. Auf EU Northeast habe ich einen Account von Diamond 4 nach Diamond 3 gespielt, aber auf anderen Accounts, auf EU West, Diamond 1 und 2 und Master, das war zu schwer. Also da war ich irgendwie, da habe ich auch die Lane manchmal gewonnen, aber dann war ich ein bisschen lost. Danach. Also beziehungsweise hatte ich nicht mehr so viel Impact wie der andere Top-Lane. Okay, und womit strugglest du so? Keine Ahnung. Ja, aber ich wollte gerade fragen, gibt es irgendwas, was du gut machst? Naja, Split-Pushen halt, I guess, ne? Also ich spiele Illaoi auf der Mitte oder auf der Top-Lane. Ich habe für die verschiedenen Lanes bei verschiedenen Matchups verschiedenen Plan. Also ich würde jetzt eher mal auf die Top-Lane gehen. Manche Matchups, da muss ich halt einfach scalen. Also wenn ich gegen Teemo spiele, aber mein anderer Plan ist, weil alles sich um Botlane dreht, wenn ich meine Lane gewinne bei Minute 10 bis zum T3 Proxy farmen und dann, wenn ich Iceborne Gauntlet rushen kann und die Botlane nicht zu viel CC oder Spellshield wie Morgana hat, auf die Botlane gehen und die Botlane diven und meinen Lead von der Toplane auf die Botlane transferieren. Guys, ich bin gerade voll verwirrt. Wir gucken einfach mal. Also was zeichnet halt Illaoi aus? Oder sag du es mir. Wie beschreibst du Illaoi? Also es hat einen Grund, dass Leute Illaoi hassen, oder? Ich habe noch nie eine Illaoi wirklich verlieren sehen. Die machen irgendwie immer Pressure, machen voll Druck. Illaoi ist halt super stark, wenn sie ihr E trifft und wenn sie Ult hat. Aber wenn sie E nicht trifft, dann ist sie nichts. Und wenn sie keine Ult hat. Und sie ist sehr immobil. Ja. Also du spielst um deine Tentakel rum. Du bist quasi so wie ein beweglicher Turm. Du bist eine tanky Version von einem Heimatdinger mit einem stärkere Mid-Game, aber dafür schlechteres Early-Game als ein Heimerdinger. Kannst du drei Midis nicht reinlaufen lassen, dann wäre es egal. Müsst ihr erstmal in die Schreine laufen, also mittlerweile kann man auch gut sein. Aber du kannst nicht so gut skirmischen, wenn du noch andere Lane. Ja, wenn du Lane-Trial hast, wenn du Ult hast, kannst du das. Wenn du gerade keine Ult hast, kannst du das nicht. Das heißt, wenn... Ich habe keine Ahnung. Ich finde das gerade voll komisch. Aber ich bin schon pissen, ich komme gleich. Meanwhile. Digga, ich komme wieder, mach seine ganzen Hacks an. A bis Z Learning Challenge. Wofür hast du den ganzen Kram? Weiß nicht, letztes Jahr habe ich viel League gespielt. Dann wollte ich mich halt verbessern und dann habe ich halt angefangen. Das sieht voll nach richtig Bullshit aus. Okay. Also nicht inhaltlich, ne? Ich kann das nicht mal lesen, da steht mir viel zu viele Wörter so auf einmal drin, ne? Ich habe Angst vor Wörtern. Ja, warum sagst du dann sowas? Du hast jetzt einen Haufen Infos geholt, also super, du hast dich außerhalb des Games beschäftigt, aber da steht einfach so viel Kram drin, den du gar nicht brauchst. Es ist super, dass du dich damit beschäftigt hast. Versteh mich da nicht falsch. Aber was fängst du jetzt mit der Information an, dass Minions alle 2 Minuten stärker werden? Würde ich dir mal recht geben, dass du nicht alles brauchst. Aber es schadet auch nicht, es zu wissen. Doch, tut es tatsächlich. Also, es ist ja nicht schlecht zu wissen, dass das jetzt... Okay, pass auf, ich mach dir mal ein Beispiel. Du hast einen Topf, okay?
dieser Topf ist dein Gehirn, wie viel da reinpasst. Sagen wir, du hast 1000 Sachen überlegt, die du lernen kannst, aber ja, in deinen Topf passen nur 10 Sachen rein. Ja, bei mir passt viel rein. Ich sehe ja nur Beispiel. Ich glaube da nicht so, dass das Mindset, dass das begrenzt ist, aber... Ja, nee, aber du bist ja zeitlich limitiert. Priorisieren, denke ich halt, ist, genau, also, ist wichtig. Genau, ich finde es also nicht bad, dass du dich damit auseinandersetzt, ne? Verstehe mich da nicht falsch. Ich finde es aber unnötig gerade für dich. Ja, dann sag mir jetzt, was... Das sehen wir dann da gleich. Pass auf, ich lasse dich dieses Game auch einfach erst mal machen. Ne? Also ich werde auch erst gar nicht versuchen, dich irgendwie in... Also scheint es irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders, die Games anzugehen oder so. Ich spiele jetzt sowieso schlecht, weil ich weiß, dass das auf dem Stream ist. Das heißt, wenn ich mit deinen anderen Games da gucken würde, dann... Die ist noch schlecht, wenn ich müde bin oder... Eigentlich dürfte ich, glaube ich, nur 2 oder 3 Games am Tag spielen. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Er sagt, ich spiele schlechter, weil ich on-stream bin. Wenn ich andere Games spiele, bin ich da auch bad? Leute, es ist doch völlig okay, dass er das lernt. Also, ich habe nichts gegen... Okay, bei dieser Musik könnte ich aber auch nicht lernen. Kannst du mir so ein bisschen jetzt was sagen, was so für dich ansteht? Also Ari kann halt mit ihrer Ult recht gut entkommen. Botlane 2 Ranged Champions. Ich habe jetzt nicht so viel Movement Speed mitgenommen. Das heißt, da komme ich eigentlich schlecht ran. Fiora. Ich weiß nicht genau, ob ich die early traden kann mit Grass Procs. Werde ich einfach mal am Anfang probieren, ob ich sie irgendwie mit dem W trade. Aber wahrscheinlich werde ich sehr defensiv stehen. Ich werde die ganze Zeit an der Wand stehen und eine Tentakel verteidigen. Und ja, gucken, dass ich macht, dass ich das eh picken kann und auf meiner Seite von der Lane spielen. Das Matchup ist ziemlich blöd, weil die mich prinzipiell outscaled. Die macht Prozent Max HP True Damage. Also ich muss auf jeden Fall Black Lever rushen oder irgendein Damage-Item rushen. Sie hat einen höheren Cooldown auf ihrem W als ich auf meinem E. Aber solange sie ihr W hat, kann ich kein All-In spielen. Das heißt, eigentlich ist das Matchup halt blöd, weil sobald die Wave halt pusht, hat sie eigentlich einen Kill, wenn ich sie nicht vorher Half HP gebraucht habe. Du wirst mich jetzt flamen für die Tier. Warum? Naja, weil die mir halt zu wenig Sets gibt early. Das ist halt Low Elo, dann will ich sie eigentlich traden. Also müsste ich eigentlich in Doran's Blade gehen oder sowas, dass ich hier auf die Fresse hau. Die Tier ist halt, wenn ich die Lane überhaupt nicht wirklich bespiele und immer nur mit Cure aus der Distanz lastete, dann geht mir das Mana nicht aus. Und das ist auch mein erstes Mana Game. Ist wichtig, auch um Spells zu nutzen, ne? Ja, Mana ist wie HP, weil ich heile über meine Passive. Wenn ich Mana habe, heile ich. Okay, ja gut, dann... Aber Doran's Shield ist eigentlich ganz gut, wenn ich sie early traden will oder halt ein, also für kurze Trades mit Cross Props wäre Doran's Shield besser. Okay, Leute, Denkfehler. Er sagt selber, die Fiora wird mich outscalen und fisten. Und meine Finger sind nicht ich so. Muss irgendwie im Early Game was machen oder so, hat er gesagt. Da geht er also die Träne und gibt direkt seine Lane auf, damit er in Ruhe farmen kann, obwohl er eh outscaled wird. Geht in Lanes, wo ihr hart outscaled werdet und der Gegner euch mega wegfisten wird. Halt, nicht für die safe Variante. Lass ihn aber so ein bisschen machen. Like, er muss ja contesten, gerade auch wenn die Vital so gut für ihn steht. Ne? Da kann er gerne mal nachgucken, dass er sich nicht einfach... Reaktion hast du? Dass er sich dann einfach mal weht. Wenn jetzt bin ich eigentlich in einem Bad Spot, weil die Wave jetzt pusht. Könnte ich auch gegankt werden. Like, er steht auch in einem Central Spot, was für ihn nicht cool ist, weil hier kommen seine Tentakel nicht ran. Das hier ist einer von Illaois schwächsten Momenten, wenn sie ähnlich sowieso wie bei Camille. Das bringt ihm jetzt nichts, weil jetzt ist die Wave kacke. Smurfty? Nee. Wer denn? Nee, die hat einfach nur gute Reaktionen. Jetzt ist halt das Problem, dass ich die Wave pushen will, aber die Diana mich bestimmt jetzt nochmal gankt. Ich habe eine sehr fette Wave. Hast du nicht erwarten, dass sie noch hier ist? Ja, aber also soll ich jetzt ihr erlauben, dass sie die Wave freest? Hätte mir die Träne nicht gehabt, hätte mir die wahrscheinlich sogar umbringen können. Ich hätte mir auch nochmal warden können. Ich wusste ja, dass die Diana kommt. Ich hätte halt die obere Wand vielleicht vorwarnen können. Ich spiele jetzt eh scheiße, weil ich am Stream bin. Du hast nicht gesagt, wenn ich mir dann deine Reapers angucke, wirst du genauso spielen? Ja, wenn ich müde bin. Ich habe auch gute Games. Ja, aber du scheinst ja mehr schlecht als gute zu haben. Sonst wärst du ja nicht runtergefallen in der Elo, no? Ja, ich bin gerade voll verwirrt. Aber hey, sie erstmal direkt weggeslappt hier. Meine Maussensibilität ist nicht richtig eingestellt. Wait. Jetzt kommt die Dingens gleich. Wait, warum nimmt er nicht die Platte? Ich muss gleich mal aus dem Game mal rausgehen. Warum nimmst du nicht die Platte da vorne mit? Hä? Hey, ist jetzt AFK gegangen. Warum hast du die Platte jetzt nicht mitgenommen? Einen Fehler gemacht. Hä, wo ist sie jetzt? Hä? Jetzt ist sie einfach auch AFK. Hä?
Jetzt ist sie da. Alter, was sehen meine Augen? Ja, GG, die kommt wohl nicht wieder. Ja, hat ihr Skript nicht funktioniert. Konntest du da jetzt nicht ihr W drücken. Ich baue jetzt die Items, die ich brauche, um Botlane zu bespielen. Warte mal, ich muss mal raus. Um Botlane zu bespielen? Warum jetzt Botlane? Weil mein Botlane AFK ist. Aber warum musst du denn dann zur Botlane runtergehen? Kannst du die Toplane AFK reinpushen? Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Weil ich will eigentlich jetzt so rasch wie es geht positiven Impact auf die Botlane bringen. Wenn ich jetzt, die Botlane zweimal dive, dann. Aber du kannst den Nexus einfach kaputt pushen. No? Hä? Warum? Manche antwortet Emmy auch einfach gar nicht. Guck mal, siehst du mal so. Du pushst Toplane rein. Diana muss dich halten. Du smash Diana. Dadurch kann Shaco Botlane ganken. Und wir haben auf einmal zwei gewinne Lanes. Ja genau, wir müssen jetzt die Botlane irgendwie ahead bringen. Hä? Okay, das wäre jetzt aber interessant. Warum ist dir Botlane so crazy wichtig nochmal? Weil die das nicht schaffen, in der Elo die Games zu finishen. Und weil die das nicht schaffen, wenn ich Split pushe, was zu machen. Und weil die gegnerische Botlane mich outscaled. Und wenn ich eine verlierende Botlane habe und ich 6-0 stehe, verliere ich das Spiel vielleicht trotzdem. Aber es ist doch niemand da, der dich aufhalten kann. Doch, die Botlane kommt dann und mein Team macht nichts. Aber dann sind die ja zu zweit. Dann hast du zwei Gegner abgelenkt. Dein Team kann woanders was machen. Ja, die machen ja dann nichts. Und was ist, wenn du deine Botlane feedest und die immer noch nichts machen? Oder die sterben halt. Was ist, wenn du deine Botlane feedest und die immer noch nichts machen? Nee, die machen immer was. Die fighten immer. Und wenn ich die feede, dann gewinnen die. Hä? Aber eben heißt das, deine Botlane, deine Mates machen nichts, die in Camps fahren. Aber jetzt fighten die immer? Die machen keine Practice, aber die fighten immer. Okay. Und was ist, wenn deine Mates in Überzahl fighten, weil du mehrere Leute bei dir hast? Die fighten, bevor ich was mache. Oder unkontrolliert, keine Ahnung. Die fighten 1 gegen 5, einzeln sterben die. Also du kannst mir gerne einen Matchplan sagen, der geht. Pass mir an, weil ich kann dir eins sagen, du bist schon mal delusional. Ich weiß gar nicht, wie du das Game überhaupt so sehen kannst, aber es ist dein Ding. Also du kannst doch jetzt zur Botlane runtergehen, ne? Aber hier mit AFK durchzupushen, also weitaus mehr Impact, als dass du zur Botlane runtergehst. So Champions, die early mal gerne runter zur Botlane gehen, sind halt welche, so meistens so Sion oder Ornn oder Camille oder sowas. Du hoffst ja darauf, dass dein Gegner quasi stirbt. Also der Move wäre für die Botlane, dass ich, wenn die Wave annehmen wollen, dass ich sie einfach dive. Weil ich die mit dem Eisbogen Gauntlet slow ich die, dann treffe ich auch bis E. Und dein Gegner bleibt stehen? Die fühlen sich ja sicher unterm Tower. Und wenn sie sich nicht sicher fühlen, dann verlieren sie halt die Wave. Das ist auch gut. Und was passiert denn inzwischen auf der Toplane? Und dann kriegt der Toplaner zwei Platings. Aber es mattert nicht, weil wir dafür den Bot-Tower kriegen. Warum rede ich auch, Leute? Ich habe kein 10 Seiten Google-Dokument. Stark. Krass, wie viel Damage er mir macht, oder? Ja. Und wie sieht es jetzt für dich aus, so vom Mindset her? Midlane gewinnt, Botlane verliert, Jungle ist even, ich bin free. So, jetzt... Du hast dich genervt angehört. Bist du genervt? Das geht. Ist es, weil Siri Bot ist? Nö, das ist okay, jetzt die zweite Tour mehr. Gut, jetzt habe ich gerade effektiv Zeit verschwendet und ich mobse meinen Teammates gerade XP und Gold, was auch nicht so gut ist. Du würdest wahrscheinlich jetzt von mir wollen, dass ich die Sideline pressure. Kannst du machen, was du willst, für euch auf Kamm. Aber warte, ich lege kurz die Kopfhörer ab. Warte, wofür groupen wir überhaupt? Ich will auf jeden Fall Mitte Druck aufrechterhalten, weil Ciri gerade Free Push auf Bot hat. Und mit Briar will ich haben für den Herald. Und jetzt werde ich als nächstes Topside Jungle invaden und einen Ward stellen. Eigentlich, hier haben wir Vision. Gut, das Game ist jetzt so. Over. Kannst du Herald machen, wenn du weiter aufbrechen willst? Ja, ich könnte Solo machen, ne? Ich mach den Turm jetzt. Das ist das, was ich meine. Dieses wofür überhaupt erst um 10.000 Ecken herumdenken. Einfach Fundamentals. Aber das geht auch einfach mal hier langsam beenden. Dafür, dass der Lane-Gegner AFK war, hat er echt keinen Impact eigentlich. Wenn du dich fragst, warum ich da zurückgegangen bin, weil ich Lag habe. Also okay, ich frag mich,
generell immer viele Sachen. Ich glaube, er ist so jemand, der denkt viel. Dem müsst ihr einfach mal so eine Flasche Wodka in die Hand geben. Denn wenn er weniger denkt, könnte er besser spielen. Erzähl mir mal was zum Spiel. Keine Ahnung. Ich habe halt Glück gehabt, dass mein Lerner AFK gegangen ist. Und dann habe ich irgendwie mitgespielt. Aber auch nicht wirklich viel gemacht. Aber 2, 3 ganz gute Calls, das wir nicht machen und das Game zu Ende bringen. Dafür, dass du keinen Lane-Gegner hattest, warst du der schlechteste Performer in deinem Team. Du warst immer giga-useless, die hätten es auch ohne dich wahrscheinlich machen können. Und der Call bringt mal das Game zu Ende. I mean, das ist so, als würdest du sagen, töte deinen Gegner. I mean, natürlich wird das Game zu Ende bringen und deinen Gegner töten, no? Ich mache auch nicht so viel gegen Aria, viel aufs Zähne, also ich kann schon. Was heißt denn viel machen? Danke für dein Feedback. Was hättest du gemacht? Ich beantworte erstmal meine Frage. Also, was ich gemacht hätte, sag ich dir danach. Was heißt denn für dich, ich mache nicht viel gegen die? Weil die halt schlecht sind, machen die Fehler und dann werde ich die schon treffen mit meinem E. Ich fand es besser, so teilweise mit dem Team zu groupen, als alleine zu spielen. Was hast du gebracht beim Groupen? Die Sicherheit, dass wir die Team Damage of the Tower und die Sicherheit, dass wir das gewinnen. Genau, einfach eine Sicherheit. Und was ist, wenn sie die Sicherheit gar nicht brauchen? Das weißt du ja nicht. Was ist denn, wenn du ihnen die Sicherheit bringst, dass der Enemy keinen Jungler hat? Also wenn ich nicht mit denen groupe, dann ist er eigentlich nur der einzige Champion, den ich locker wegsmacken kann, ist die Diana. Und wer hätte dich aufhalten müssen, wenn die Fiora nicht da ist? Prinzipiell kann jeder kommen. Ja, das kann ich ja immer sagen, jederzeit. Minute 3 also, könnten auch 5 Leute Toplane sein, das ist ja jetzt kein Argument. Also wenn ich splitte, dann ist es wichtig, dass wir synchron spielen. Das heißt, dann muss das Team warten, bis ich Druck mache. Und es kann ja auch sein, dass das Team fightet und das nicht erkennt, dass ich gerade was for free kriege und dann verlieren die den Fight. Aber dann werden die 4 gegen 4, weil Fiora nicht da ist und dann kriegst du ja garantiert etwas raus. Es kommt drauf an. Das Split-Push ist einfach viel schwieriger und das erwarte ich nicht von der Elo, dass das funktioniert, weil man da mehr koordinieren muss. Wusstest du, dass Split-Push die beste Winning-Strategie ist für einen Top-Laner in Low-Elo? Also ich habe erstmal hier die Statistik mal aufgemacht, okay? Also Illaoi hat auf Silber auf EOS eine positive Win-Rate. Die kann ja nicht positiv sein, wenn Split-Push ein Bad ist, oder? Weil sie kann ja nur splitten. Sie ist ja ein Spezialist. Aber ich glaube, du hast eine völlig, also tut mir, wenn ich das jetzt so sage, du hast eine völlig komische Vorstellung davon, wie League auszusehen hat. Oder auch in Bezug auf deine Mates. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir kacken mal auf den Start, okay? So, Tower ist weg und du hast jetzt angefangen, über Botlane zu reden. Wir nehmen mal das Nummernspielchen, okay? Also, die ist nicht da. Die ist weg. Du bist hier. Enemy Jungler muss sich aufhalten. Wie viele Leute sind auf der Top-Lane? Es ist ein 1v1, right? Wie viele Gegner sind in der Mid-Lane? In diesem Fall, es ist ein 1v1. Unser Jungler kann halt Ganks machen. Er kann ja überall ganken. Dein Jungler kann hier aus einem 1v1 ein 2v1 machen oder hier aus einem 2v2 ein 2v3. Wie viele Minuten ist das? 10. Elfte, oder? Ungefähr. Elfte. Wie lange braucht der Jungler für einen Full-Clear bei Minute 11? Hä, wen juckt das? Wie soll er dann immer nur ganken? Habe ich ja nicht gesagt. Aber die Enemy-Mitte und Bot kann doch nicht spielen, wenn ihr Jungler nicht da ist, weil er Top-Lane ist. Okay, ich höre mir einfach alles anders. Nein, du sollst dich auch verstehen. Ich verstehe nicht den Zusammenhang mit, warum du jetzt runtergehen sollst zur Botlane. Damit die gewinnen. Aber die gewinnen doch auch weil der Jungler da ist. Ja, wenn der da ist. Aber der muss ja auch seine Camps machen. Ja. Aber ich habe die Situation, also ich würde auf Botlane gehen, wenn der Top, also im Idealfall würde ich auch Botlane gehen wollen, wenn der Top-Laner dafür 2 Plachen kriegt. Nur 2? Fiora frisst dein ganze Tower Minute 10. Also ich zeig dir kurz was. Jetzt kommt ein TP auf die Botlane. Ja. So, die wollen doch jetzt ihre Wave hier annehmen, richtig? Ja. Also, so jetzt haben die entweder die Möglichkeit, dass die recallen oder die contesten diese Wave. Und ich conteste diese Wave unter dem Tower. Spiel's ab. Lass mich einfach mal gucken. Jetzt, so, wenn die halt komische Supporter haben, kann da was schief gehen. Dann mach ich das nicht. Aber wenn die so einen Support haben... Ja, du meinst, wenn der Gegner komplett wie NPC spielt und dich einfach absteppen lässt? Hm? Ja, und? Was soll ich jetzt sehen? So, jetzt verlieren wir hier oben 2 Platten, aber kriegen den Tower. Und die Botlane ist jetzt behind. Also zumindest habe ich halt mein Lead von der Toplane auf die Botlane transferiert. Und was ist, wenn die Ashe dann nicht wie ein NPC stehen bleibt? Was ist, wenn du dich Aaron, bevor du rankommst? Den Herald verliert ihr gerade auch noch? Es muss halt klappen. Wenn es eine Botlane ist, wo es nicht geht, dann geht es nicht. Aber woher wusstest du denn, dass es jetzt klappt? Woher wusstest du jetzt, dass die Ashe wie ein NPC da spielt? Weil sie keine Ult hat. Weil sie keine Ult hat, spielt sie wie ein NPC? Wusstest du denn schon vorher, wo die Lilia ist? Es hat öfter
geklappt als nicht. Das geklappt. Ist keine Antwort für mich. Ich kann in Silber auch mit meinem Fuß spielen und das würde öfters klappen. Ist ja kein Argument. Weil ich Iceborne habe und damit den Tower gut tanken kann und die Gegner geslowt sind und ich meinen E-Safe treffe. Und aber zumindest ist es die Idee, dass ich halt mein Lead von der Top auf die Bot transferiere. Pass auf, diese Idee Bot gibt es bereits. Das bringe ich den Leuten auch bei, wenn sie gewisse Champions spielen, bietet sich das auch an in bestimmten Situationen. Dann sage ich zu denen, du kannst zur Botlane runtergehen als Beispiel und dich danach hoch teleporten. Ich habe nichts gegen die Idee selbst. Aber warum haben wir das in dem Game eben gebraucht? Ich kann das nicht nachvollziehen, weil die es nicht schaffen, nichts zu machen. Die können nicht chillen und mich das carryen lassen, sondern das ist Silber-Elo und die falten das immer. Aber du spielst selber wie ein Silber. Welcher Spieler würde nicht AFK Top-Lane durchpushen? Du gewinnst alle drei Lanes automatisch, indem du Top-Lane durchpusht. Ja, okay, ich habe jetzt die Idee verstanden. Kommst einmal bei mir ran. Wir sagen, du pusht durch. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Jetzt sagst du, jetzt kommt die Annie Botlane, um dich zu contesten, right? Siehst du's? Ja, jetzt müsste ich halt dann so das Zeig dich, versteck dich Spiel spielen. Damit sie mich nicht töten. Du musst nur hier stehen bleiben und dann hast du auch schon wieder gewonnen. Warum haben wir gewonnen? Weil jetzt unsere Botlane den Push kriegt. Oh, und jetzt gehen die wieder zur Botlane? Warte, was ist das hier? Wobei das setzt jetzt voraus auch wieder, dass unsere Botlane nicht gestorben ist. Wenn ich jetzt da stehe und vorher gestorben sind, geht das wieder nicht. Aber dann, was ist, wenn sie nicht sterben? Ich kann auch genauso gut sagen, das setzt dann auch voraus, dass wenn du von der Top-Lane zur Bot-Lane runtergehst, dass du den Dive auch hinbekommst und dass du nicht stirbst. Da habe ich den Fäden in der Hand. Wenn ich meine Bot-Lane alleine lasse, gebe ich denen die Kontrolle. Tust du nicht? Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht. Deine Botlane hat doch jetzt immer ihren Jungler bei sich. Nee, der macht ja auch seine Camps und der ist ja nicht permanent auf der Lane. Aber der kann doch das hier dann farmen, weil der Enemy-Jungler bei dir ist. Hab ich ja nicht in der Kontrolle, ob der das macht. Aber ja, prinzipiell kann der um Bord rumspielen. Wäre sinnvoll. Okay, Moment. Wenn es hier um Kontrolle geht, warum gehst du denn dann runter für ein Play? Dein Move ist der richtige. Nur er ist nicht so sicher, denke ich. Er ist der sichere, wenn ich Mitspieler habe. Nein, Moment. Es geht nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Nur sagst du, du willst Kontrolle haben, entscheidest dich dann aber nicht dafür, Toplane weiter zu pushen, wo es nur auf dich ankommt und nicht auf deine Mates. Ja. Das widerspricht sich gerade, was du sagst. Nee, weil meine Mates können halt ohne mich alleine das Spiel verlieren. Das ist jetzt nicht der teuer bezahlten Zeit, so lange da drauf rumhacken. Also würdest du mir sagen, dass meine Idee komplett schlecht ist und ich nur die Speed-Push-Idee frage? Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, Ich verstehe deine Idee und ich finde die auch gut. Aber würdest du sagen, dass deine Idee auf jeden Fall immer die richtige ist und meine komplett kaputt ist? Ich habe nie gesagt, dass deine Idee immer bad ist. Das habe ich dir davor auch schon gesagt. Ich habe gesagt, die kann durchaus gut sein, aber es kommt doch auf die Umstände mit an, in denen wir drinne sind. Okay. Wir sagen mal, der T1-Tower hier ist weg. Vergiss nicht, wir sind jetzt Blue Side, ne? Und du bist jetzt hier. So, wir sagen, du siehst die Gegner einfach nicht, okay? Könntest du jetzt einfach weiter splitten? Hä? Was? Nee. Warum nicht? Ich hab jetzt nicht genau zugehört. Was? Also, du weißt nicht, wo die Gegner stehen? Ja, nee, dann warte ich halt im Busch. Warum? Weil ich nicht in 5 Leute reinrenne, potenziell. Okay. Jetzt bemerkst du, deine Leute machen gerade keinen Druck auf ihren Lanes. Was machst du dann? Ja, dann warte ich halt. Super, Versager-Einstellung. Warum willst du auf die warten? Du siehst niemanden gerade, außer den Gegner Stopp, du weißt, dass er da ist. Kannst du nicht weiter pushen, weil du hier einfach nicht weitermachen kannst. Wir haben keine Information. Jetzt sagen wir, alle gehen wieder zurück. Jetzt macht niemand von deinen Lanern Druck und du kommst Toplane auch nicht weiter. Was machst du dann? Im Idealfall töte ich das meinen Hauptlaner. Kannst du nicht. Oder drück den unter den Tower. Und dann? Töten kannst du nicht. Ich nehme den Tower. Kannst du nicht. Du kannst ja nicht mal töten. Interessiert ihn nicht. Du kannst farmen, weil du ihn in diesem Beispiel einfach nicht töten kannst. Wenn der stärker ist als ich. Ich habe nicht gesagt, dass er stärker ist. Ich habe nur gesagt, du kannst ihn nicht töten. Dann sind wir gleich stark. Ja, ich drück die, wenn ich pushen kann, pushe ich. Und dann? Poke ich ihn unterm Tower mit meinem E und spiele für Playthings. Es gibt keine. Wir sagen, du kannst Wave pushen, aber du kannst den Tower nicht anfassen und den Gegner nicht töten. Es kommt darauf an, welche Minute und wo ein Objective ist und welcher Game State. Ja, Minute 15 von mir aus. Ja, so vorm dritten Drake. Zweiter sollte durch sein. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen... Keine Ahnung, ich will, dann pushe ich top, und dann nutze ich den Timer, um mit Bryo zu holen. Gehe dann den Botside-Jungle invaden, mach Wischen, gehe wieder auf Top-Lane, conteste die Wave unterm T2 und teleportiere auf den Drake, wie auf Trip-Drake. Also pass auf, das Problem hast du ganz oft. Du versuchst wie Challenger zu denken, aber das brauchst du gar nicht. Dein erster Ansatz war richtig. Ich kann auf der Top-Lane nichts machen, also pushe ich rein und ich rotiere zum Beispiel weg.
Kannst einfach Mitte unter Druck setzen. Du hast hier oben ja Prio. Reicht ja, ja schon völlig aus. Ich brauche nicht, oh, ich gehe in die Mitte, setze hier eine Warten und dann flickflack ich wieder nach oben und dann teleporte ich mich wieder nach unten. Brauchst du gar nicht. Ganz entspannt. Lass mal ganz simpel denken. Du bist Silber. Als ob die Leute Silber so denken müssen, damit sie nach Gold kommen. Nein, ganz entspannt. Ich push das einfach rein. Ich komme hier oben nicht weiter. Also sorge ich für Man Advantage woanders, ohne dass ich dafür selbst etwas verliere im Idealfall. Und dasselbe würden wir hier jetzt quasi auch tun. Hey, oh, ich sehe erstmal niemanden. Ein bisschen vorsichtig, ja? Ist okay. Jetzt wissen wir, niemand ist da. Warum sollte ich jetzt irgendwas mit der Botlane machen? Jetzt pushe ich hier jetzt einfach weiter. Genauso wie deine Ward hier, die ist völlig irrelevant, weil es ist niemand da. Die einzige Person, die kommen könnte, wäre Senna, weil wir sie eben nicht gesehen haben. Senna interessiert dich nicht. Senna kann dich nicht töten. Und der Ward-Spot ist eigentlich auch mega bad, weil du hier nichts siehst. Der Gegner wird... Ich ward da immer, damit ich mit dem Crump über die Wand springen kann, wenn der da ist. Vor wem? Und dann weiß ich, wenn da jemand kommt, ist egal, wer da kommt, ich komme immer raus. Aber wer soll kommen und dich umbringen? Weiß nicht. Sender wird nicht so viel machen. Also es ist halt einfach Reflex gewesen, dass ich den mal gestellt habe. Ist ja cool, dass du den Walljump haben möchtest, aber jetzt hast du ein Denkproblem. Was ist denn, wenn ich einfach früher sehe, wenn jemand von hier kommt und wenn jemand von hier kommt? Dann brauche ich den Walljump gar nicht mehr, weil ich früher darauf reagieren kann. Oh, Fun Fact, Ari kommt auch über die Mauer. Diana kommt auch einfach über die Mauer. No? Ich waste denen ihre Zeit im Idealfall. Ich will gar nicht, ich will lieber den Escape haben, wenn ich ihn habe. Aber du hast ihn doch so oder so, oder nicht? Ich versuche ja ein bisschen nachzuvollziehen, wie du denkst. Und auch warum du so denkst, ja. Und das ist ja auch ein Beispiel davon. Wenn ich doch früher sehe, dass die von hier kommen oder dass die von hier kommen, dann bin ich früher weg und brauche den Wardjump hier nicht. Brauche ich nicht. Nö, ist nicht gut. Wenn ich den Wardjump kriege und das drei Leute sind, ist es besser, wenn die mich erst contesten und ihre ganzen Spells auf mich draufhauen und ich dann mit wenig HP über den Wardjump rauskomme. Dann habe ich die Zeit von drei Spielern gewastet und denen ihre Abilities noch. Ja, dazu. Aber ich sage ja gerade, selbst wenn du über die Mauer jumpst, die haben ja Möglichkeiten, mit hinterherzukommen. Ja, wenn Ari halt hinterher ultimiert und nicht dann charmt, dann krieg ich dann. Ja. Aber auf jeden Fall, ne? Diese Worte brauchen wir nicht. Weil es ist ja eh niemand da, der dich aufhalten kann. Das können wir hier auch einfach weiter pushen. Warum? Selbst wenn die Leute herkommen, so wie jetzt zum Beispiel, deine Botlane pusht ja so oder so. Warum sollten die nicht reinpushen? Ich habe noch nie eine Botlane gesehen, die hier nur die Wave annimmt und sich dann verpisst. Das heißt, jetzt hast du einen Gegner mehr hier und du musst die Stellung hier nur halten. Du musst nichts anderes machen. Jetzt sehen wir den Aphelios. Du kannst die Wave hier einfach wieder annehmen. Ja, oder einfach hier stehen bleiben. Wofür gehst du weg? Wahrscheinlich Volt ausgeben. Power Spike oder so. Wofür? Ich krieg jetzt Black Lever. Ich habe 2000 Volt. Ich habe TP. Ich kann dann wieder auf jeden Ort auf der Map teleportieren, wo ich will. Also wenn ich jetzt da bleiben wollte, würde ich dahin wieder teleportieren. Aber jetzt sehe ich, dass auf der Botlane was geht, weil Toplane ist sowieso schon der T2 weg und jetzt gehe ich auf die Botlane, auf Display, da den T2 zu nehmen. Ja. Weil meine Botlane hat geintet und jetzt gucke ich, dass ich den da noch. Ja, geintet habt ihr hier leider auch. Also der hat euch da eigentlich noch gut nass gemacht. Weil jetzt musst du doch gerade nach unten. Warum musst du nach unten? Weil Toplane schon zwei Tower weg sind. Und ich glaube, Drake wollen wir jetzt spielen. Und ich dann auf den Bot T2 pushe. Und du kannst ja mal in die Mitte hingehen. Mitte würde ich gehen, wenn ich erst Angst hätte, dass die Mitte verlieren ohne mich. Und Botlane würde ich gehen, wenn ich sage, dann habe ich die Option für den Drake zu spielen und den T2. Diana ist tot und sie ist eh nicht da. Also wenn ich denke, Mitte passiert jetzt was, müsste ich Mitte gehen. Nein. Wenn ich denke, Mitte ist eigentlich safe, dann würde ich Sidelane Prio holen. Nein, für den du Drake gehst jetzt in die Mitte hin. Vision. Zeigst dort einfach Körperpressure, dann können die hier die Area einnehmen und danach kannst du hochgehen, weil die Gegner du zeigst dich nicht, weil die wissen, dass Illaoi da ist. Dann musst du eh nicht hingehen, weil die Diana nicht da ist. Du gehst einfach hoch, nimmst diese Wave an, push die rein, kannst von mir aus hier nochmal reinboarden, dann den Herald mitmachen und mit dem Herald das Game beenden. Du hast unten nichts zu suchen. Du kannst einfach durchpushen. Niemand kann dich aufhalten. Und das, wenn die dich aufhalten, pushen dann deine Mates wieder woanders rein. Die brauchen dich nicht. Aber pass auf, lass mal in ein anderes Game reingehen. Ich gebe mir auch nicht die allergrößte Mühe in dieser Elo, weil ich denke, das müsste eigentlich reichen. Aber irgendwie macht ja noch was verkehrt. Aber ich finde es frech, dass du den dabei hast, wenn ich ehrlich sein soll, dass du überhaupt als First Strike mit dabei hast. Aber hey, wenn du es experimentierst, dann ist es halt so, ne? Du kannst doch gerne auch nochmal ihn versuchen und nochmal gleichzeitig mit deiner Kuh mitzuhitten. Also ihn und die Minions. Dann schließt einfach generell mega crazy hart hinten, auch schon bevor er schon seine Pass hier voll hatte. Ja, vor Level 6 trade ich in dem Matchup nur hinten und nach Level 6 turn das Matchup und wenn ich ihn einmal gepokt habe, gewinne ich das All-In. Ja, deine Tatak ist leider scheiße positioniert. Nee, ist gut. Wofür? Weil dann kriegst du 3. Also es gibt so Lord DiMaggio, Challenger Illaoi, die sagt das auch, dass sie so. Ja, aber gerade für den Moment ist die kacke positioniert. Du drückst die Wave nach vorne, willst du die nicht hinten haben? Wärdest du die schon hier haben sollen? Du lässt das Torpush-Stream hin. Die hinten bringt dir gar nichts. Wenn du die hier hinten nicht hättest, sondern die jetzt hier vorne zum Beispiel, hättest du diesen Spot ja können. Ja, du willst da 3 haben. Also 1, 2 und dann auf dem anderen Spot. Nur der contestet die ja. Ich habe ja Cooldown.
Ich kann die ja nicht immer da halten. Aber also du kannst die hier halten. Warum hättest du denn die hier nicht halten können? Keine Ahnung, ob der vorher da schon eine hatte, ob ich da eine geplaced habe. Also wenn die dichter am Tower ist, dann wird er die halt weniger contesten können. Aber wenn die außerhalb von Tower Range ist... Deine Wave pusht raus. Ich kenne das Setup, aber deine Wave pusht gerade raus. Das heißt, wenn du die hier nicht hierhin platziert hättest, sondern nach hierhin, und dann hast du die hier immer noch, hast du hier jetzt einen besseren Spot dafür, dass deine Wave rauspusht. So, das ist doch das Einzige, was ich sage. Ich sag nicht, dass das Setup bad ist an sich. Nur für den jetzigen State, den wir haben, ist es halt nicht so cool. Weil mit zwei Tentakeln hier, der nicht in dich reinlaufen können. Na, vielleicht wenn du First Track hast. Es hängt alles vom E ab. Wenn ich das E treffe, ist auch eine Tentakel okay. Also ich will ihn sowieso nicht lange traden. Vor Level 6, ich verliere jeden Trade. Da habe ich falsch gespaced, aber es passiert dann. Ich glaube, du verlierst den Kopf. Da er jetzt den Trade zu lange nimmt, gewinne ich ihn wieder. Ja, ist doch super, wenn du dann, also ist es doch genau das, was ich meine. Wenn du von Anfang an hier diese Tentakel hättest und die hierhin platziert hättest oder halt hier in die Nähe anstatt von der hier, hättest du ihn hier auf diesem Spot oder so contesten können. Ich habe mit Sicherheit auch an der Wand oben eine geplaced, aber die kann ich dann nicht, ich kann die nicht ewig contesten. Das hängt ein bisschen von der Wave ab, wie die steht. Okay, warum steht dann diese hier noch? Weil die halt gerade gespawnt ist. Oder die hier ist gerade gespawnt. Also ich, ja. Es hängt ein bisschen von einem Game State ab, aber prinzipiell kann ich die Außententakel nicht contesten. Ja, okay. Kannst ruhig fighten gehen. Du weißt für einen kurzen Trade? Ja, klar. Das, was Volibear stark macht, ist, wenn er dich doppelt wehen kann. Das heißt, wenn der Fight nicht zu lange ist, mattert das halt nicht sonderlich für dich. Gerade auch, wenn du. Kann er mit seiner Combo das so machen, dass er das zweite W safe rauskriegt. Nein, kann also er nicht. Kann er mich stunnen, dann das E unter mich setzen, dass ich gespawnt bin. Der muss 5 Sekunden im Fight sein. Du hast hier 3 Tentakeln. Du kannst diesen Spot hier halten. Das kann er nicht contesten. Wie viel Sekunden ist der Stun? Eine. Also das weiß ich halt nicht. Das würde mich interessieren. Kann er das mit, wenn er das gut macht, mit seinem Slow zusammen so machen, dass er das zweite W auf jeden Fall kriegt? Nein. Erstes W, Stun, dann E unter mich. Und dann muss er 4 Sekunden warten. Seine W hat 5 Sekunden Cooldown. Sein Stun hält eine Sekunde. Wie viele Slow kriege ich da? Was hat das damit zu tun? Naja, dann kann er ja wieder Gap closen, wenn ich zurücklaufe. Womit soll er dich Gap closen, wenn er dein Q schon benutzt hat, um dich zu stunnen? Mit Movement. Er kann mich doch slowen mit seinem... Der ist tot bis dahin. Du willst mir also sagen, der 40% HP Volibear, wenn du ihn ehst und 3 Tentakeln da hast, ballert der dich weg? Wenn ich eh getroffen habe, ist gut. Nur dann kann ich auch über das E traden. Da kannst du auch machen. Wenn ich nicht über das E trade, mattert das E, das ich getroffen habe, gar nicht. Und wenn ich ihn jetzt einfach so all-inne, bin ich mir nicht sicher. Also das geht, ich glaube, das... Wenn er in seiner Stun-Animation ist, von seiner Q, stunt er sich selbst kurz. Er muss ja die Animation spielen, dann ehst du ihn rein. 10 von 10. Wenn er seine Q-Animation beginnt, ehst du ihn einfach rein. Du hast da 3 Tentakeln. Du hast noch einen Pot, 2 Cookies, er hat seine Passive nicht aufgeladen. Also du hast gesagt, ich soll ihn in Melee-Range mit meinem W-Trade, oder? Hab ich nie gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, du sollst den Spot hier halten. Du hast hier 3 Tentakeln. Das kann er nicht contesten. Das ist ja noch in meiner Range von dem E. Ich will, dass er vorsteppt. Er soll auf das Minion gehen. Okay, und dann, jetzt hast du die dritte Tentakel da hinten jetzt erstmal nicht. Jetzt hast du eine riesige Minion-Wave in dir. Und jetzt? Also, der Volibear verliert quasi gerade, weil er nichts macht. Und du machst auch nichts. Ich gewinne doch gerade, ich hab gefreezed. Aber nur, weil er es verkackt hat. Der hätte schon 10-mal die Wave reinpushen können. Also, sorry, wenn sich das jetzt böse anhört. Aber ich glaube, du denkst, du bist viel schlauer, als du bist. Dieser Bronze-Silber-Volibear, der verliert gegen sich selbst. Als dass er gegen dich verliert. Kann ich ja nichts für. Ja, aber nein, du hättest ihn ja schon selbst punishen können, was du nicht gemacht hast. Und dann hast du gesagt, ich warte darauf, dass er näher rankommt. Dann kommt er näher dran und dann verlierst du auch gegen ihn. Das ist doch mein Punkt. Ich sage zu dir, hey, du hast hier einen Spot mit 3 Tentakeln. Du kannst hier offensiv diese Stellung halten. Der kann nicht absteppen. Ja, wenn ich da hinten stehe, meine E hat doch gute Range, 950. Aber ich trade doch über meine E. Was soll er denn machen? Aber hier ist doch die Mini-Wave, die blockiert das dann noch ab irgendwann. Ja, dann müsste er mit seinem Range-Spell das machen, ne? Das meinst du? Welcher Range-Spell? Er hat doch dieses Feld, was er setzen was kann. Was muss er damit machen? Du meinst, ich soll die Caster verteidigen vor seinem Range-Spell. Du sollst diesen Spot hier halten, weil der mit 3 Tentakeln mega geil für dich war und der nicht reinlaufen kann. Stattdessen stehst du defensiv wieder irgendwie mega weit hinten, warum auch immer, und lässt ihn jetzt einfach deine Tentakeln entfernen. So, jetzt ist deine E raus, der kann dich jetzt einfach reinpushen. Wie willst du dich dagegen wehren? Das interessiert ihn gar nicht. Also im Marvel interessiert ihn das nicht. Ja, er hat jetzt irgendwie Angst vor dir, warum auch immer. Der hat ja nichts. Jetzt nutzt er hier wieder alle seine Spells. Du hast jetzt auch 6. Warum laufen wir da im Kreis?
der hat doch gerade vor deinen Augen auch nochmal seine Sachen benutzt. Du hast ja auch einen guten Spot. Du musst da einfach nur stehen bleiben. Es ist unlosable. Wenn er hier in dich reinkommt und in dich fightet, während er cut, ist er selbst gestunt, kurz wegen Animationen, du ehst ihn. Wenn er ultit, ehst du ihn. Danach ultist du rein, du kriegst noch eine dritte Tentakel, weil er da ist. Der ist tot. Der ist tot. Warum darf der überhaupt erst vorlaufen und ehen? Stell dich einfach hier hin. Du kannst doch in Ruhe hingehen, alles fahren, wieder zurückmoven, zone ihn raus. Guck mal, er stunt dich, du machst eh. Ist doch genau das, was ich gesagt habe. Jetzt hast du hier, ne, deine Tentakel, der ist tot. 3 Minuten zu spät. Der Volibear hätte schon 10.000 Mal seine Wavestate retten können. Und dann wäre das nicht passiert. Verstehst du gleich jetzt, was ich meine? Vielleicht zeigst du mir das gleich mal. Habe ich doch gerade gemacht. Wenn du so einen Volibear spielst. Warum soll ich, wo ist jetzt da der Zusammenhang? Was ist denn, zeigst du mir das, wie du mich fertig machst? Oh. Weil hier funktioniert es ja. Warum soll ich dir jetzt in einem 1 gegen 1... Okay, ich hab's nicht... Es wäre spannend, das zu lernen. Ich hab's nicht genau verstanden, was du meinst. Also, du meintest, ich soll weiter vorgehen, damit er die Caster-Linie nicht schafft. Ich bin gerade echt sprachlos. Ich bin gerade... Also, ich hab nicht verstanden, was du dabei bringst. Okay, nochmal von vorne. Nochmal ganz von vorne. Was ist sein Ziel, die Caster-Linie zu kriegen, oder? Er muss die Wave reinbekommen. Das kriegt er aber nicht hin. Der ist zu low dafür. Solange du einen Spot mit 3 okay. Tentakeln hältst, darf er so, nicht. Wie kriegt er die Wave rein, wenn ich unter den Tower gehe und die Wave nicht blocke? Richtig? Lass es nochmal durchsprechen. Okay. Also er hat 2 Ziele, die Wave reinzukriegen. Die neue Wave kommt da jetzt, so, und die Caster-Linie zu nehmen. Die Caster sind doch schon längst tot. Ja, jetzt sind sie tot. Ja, super. Ja. Super, ja. Ja, sag mir jetzt, was er macht. Der Volibear kackt sich hier gerade vor sich selbst ein, warum auch immer. Die Minion Wave kommt gerade. Der kann, wenn er möchte, hier reinlaufen mit seiner E. Du kannst ihn nicht ehen, weil er sich in einer Minion Wave versteckt. Dadurch kriegt er den langen Fight, ohne dass du ihn umbringen kannst. Ich fighte ihn da nicht. Aber ich halte die Wave, dass sie nicht crashen kann. Er pusht sie doch selber gar nicht rein. Also wenn er sie probiert reinzupushen, dann steppe ich kurz zurück und ehe ihn. Ja, Moment. Dann kriegt er den Damage. Moment. Ja, du hast ihn geht, du hast nicht getroffen. Und jetzt? Na dann, wenn ich das E raus habe, ist ein Fehler. Aber hast du ja gerade. Jetzt kann er probieren, die Wave zu pushen. Ja, und dann geht er die Base und das existiert alles gar nicht mehr. Also wahrscheinlich könnte er jetzt die Wave, weil ich das E gemisst habe, nicht wegen dem Positioning, weil ich das E dumm in den Busch gehauen habe. Nein, das stimmt doch gar nicht. Du hast doch keinen guten Spot gehalten. Du hättest dich einfach ganz frech hier hinstellen können zwischen Caster und Melee und er kann nicht vorgehen. Er kann ja auch so nicht vorgehen. Aber tut er doch gerade. Du hast doch gerade selbst gesagt, wenn er diese Du hast diese E hier verkackt, also könnte er jetzt vorgehen. Richtig? Ja, davor meine ich. Hast du doch gesagt, davor soll ich mich da hinstellen. Das wäre jetzt ein neuer State. Ich sag, du sollst den Spot halten. Ich habe nicht nur über eine Sekunde geredet, dass du den halten sollst. Du sollst generell den Spot um deine 3 Tentakeln halten, weil Was kann ich mehr machen, wenn ich da stehe, als wenn ich hinten stehe? Deine E hitten. Nicht zulassen, dass er seine Passive voll bekommt, als Beispiel. Deine Tentakel da hinten hättest du auch nochmal covern können. Wenn er für die Tentakel geht, hast du einen Spot, wo du ihn ehen kannst. Seine Passive kriegt er doch, wenn er Auto-attackt. Ja, 5-mal. Oder halt, wenn er Spells benutzt. Da waren ja nur 3 Caster. Da kann er doch auch nicht hinlaufen, wenn ich hinten stehe, weil ich meine E auf Range Diese schieße. Caster existieren für mich doch. Wie bist du bei diesen Castern? Okay, warte. Pass auf. Ich erklär's dir jetzt so dumm, wie ich kann. Wenn du das dann nicht verstehst, boah, dann tut mir leid. Ich glaube, dann kann ich dir nicht helfen. Also, wir können uns doch schon mal drauf einigen. Du hast hier 3 Tentakeln. Geiler Spot für dich, right? Ja. Er ist low HP. Er hat keinen Trank. Du hast nur Trank und Kekse. Und seine Passive ist auf 0 Stacks, richtig? Okay. Er braucht einen Fight, der mindestens 5 Sekunden geht, damit er überhaupt erst gefährlich wird. Aber du hast nochmal mehr Leben als er, mehr Sustain-Möglichkeiten. So, jetzt gehen diese Caster flöten. Super. Ja, ich würde das gar nicht hier hinten stehen. Ich würde mich hier hinstellen und sagen, ey, wenn du vorkommst, hau ich dir eine rein. Können wir uns darauf einigen? Wenn du hier stehst du in einer gefährlichen Position für ihn. Er kann nicht mal drüber... Soll ich dann die Caster da tanken, um das zu halten? Ich habe noch gar nichts über das Tanken gesagt. Da sind wir noch gar nicht. Aber das passiert ja dann. Also wenn ich jetzt da hingehe... Nein, diese Caster sterben von dir erstmal alle. Genau, die Blauen. Also wenn Roten sterben. Genau, und dann werden die Blauen mich angreifen. Danach gehst du kurz ins Gebüsch rein, damit sie durchgehen. Okay. Dadurch hat er jetzt ein Problem. Die Caster werden hier sein. Sag erstmal. Ja, könnte sein, dass sie nicht crashen. Okay, dann. Wenn du hier stehst, kann er dann diese Tentakel hier contesten? Nö. Kann er diese Tentakel hier contesten? Kommt drauf an. Bis seine Wave da ist nicht. Okay, bis seine Wave da ist nicht. Super. So, die Minen sterben. Du chillst jetzt einfach hier oben im Gebüsch. So, weil
Jetzt könnte er dir einfach diese Tentakel wegnehmen. Jetzt haben wir dann nicht mehr drei. Also wenn ich jetzt da stehen würde, wäre besser, ja. Super. Denn jetzt hast du auch nämlich den Vorteil, dass hier ist jetzt eine freie Fläche für dich alles, wenn du dort stehst. Er kann nicht mehr spielen erstmal. Jetzt schon mal ein bisschen blöd, weil du siehst auch, er geht jetzt schon mal nach hinten. Kaum gehst du ins Gebüsch rein. Aber es ist die neue Minion Wave schon da. Jetzt musst du aber, du darfst dich nicht nach hier hinstellen, du musst hier bleiben. Warum musst du da bleiben? Moment, kann ich dir gleich sagen. Ja, um ihn nicht zu zonen. Ich müsste jetzt eigentlich, ja, du wolltest jetzt, dass ich ihn von der Wave zone. Aber ich respektiere ihn halt mega vor Level 6. Ja, aber du meinst, brauchst du nicht. Du meinst, wenn du hier stehst, kann er die nicht contesten. Du gehst hin. Wenn er zu der hier hingeht, kannst du hier zwischen die Minions laufen und ihn hier auch wieder contesten. Es ist... Also wenn er mich einmal tradet, verliere ich 60% meiner HP. Wie kommst du darauf? Also wenn er Ignite hat... Er hat keinen Ignite, er teleport. Wenn er Ignite hat, bin ich jetzt aber er kann eigentlich, Ignite. Wenn er mich tradet, tot. Er kann Ignite. Also du sagst, ich kann den Trade auch vor Level 6 in Melee Range spielen. Wer sagt dann, wer redet dann von über in, also was definierst du als in Melee Range? Du hast hier ein 3-Tentakel-Setup. Ich sage nicht zu dir, du gehst da jetzt jedes Mal rein und haust ihm aufs Maul. Ich sage zu dir spezifisch, du hast 3 Tentakeln in einem Dreieck-Spot. Du hast gerade mehr Leben als er. Er hat seine Passive nicht und du hast einen Heiltrank und 2 Kekse. Ich sage nicht zu dir, Illaoi haut wohl lieber jedes Mal aufs Maul. Ich sage zu dir, du bist jetzt in einem Setup, in einem Lane-State, in einem Wave-State, in einem Tentakel-State, wo du gegen ihn gewinnst. Und jetzt kommst du mir mit Ignite an. Ist dieses Ignite hier irgendwo bei uns im Raum? Aber vielleicht bei deinem Maiden? Kein Gegner hat Ignite. Stimmt, natürlich. Wenn er Ignite hätte, schlägt er dir die Fresse ein. Wenn er jetzt eine Rabadons hätte, schlägt er dir die Fresse ein. Wenn er jetzt schon Level 6 wäre, wer hätte es gedacht, schlägt er dir die Fresse ein. Aber er hat nichts von diesen Sachen. Das ist doch mein einziger Punkt. Ich arbeite doch nur mit dem, was er hat. Mit dem, was jetzt gerade da ist. Ich kann noch zu dir sagen, als Beispiel, der Mordekaiser ist ein schlimmes Matchup für dich in der Regel. Ne? Wenn du das mit deiner Ulti nicht gut hinbekommst. Okay, also ich soll diese Tentakel in den Busch verteidigen. Und würdest du mir dann empfehlen, ihn auch auf Melee Range zu traden? Oder dass ich hier verteidigen da kann? Er ruhig, da kann er nicht reinlaufen. Du hast halt 3 Tentakel. Stehen. Dann kut er dich, du ehst ihn, so wie du... Einer macht er dann weg. Aber okay, also ich soll ihn einfach nur dann ehen und dann... Wieso macht er jetzt eine nicht, weg? Weil ich da nicht stehe. Du meinst hier? Ja. Dann ehst du ihn. Warum sollst du denn dann ranlaufen? Ist doch völlig okay. Da hast du recht, ja. Würdest du sagen, wenn das so aussieht, kann ich ihn auch auf Melee Range traden oder nicht? Aber bei diesem Spot hier, wenn du dieses Dreieck hast... Kannst du ihn facetanken? Problemlos. Du könntest sogar mit nur einer Hand spielen. Problemlos. Wenn er hier diese Tentakel haben möchte, dann ehst du ihn. Ja? Kannst ihn dann mit dieser hier verprügeln? Super, hat er noch so viel Leben. Kann er direkt gleich in die Base gehen? Du hältst den Freeze weiterhin, hast Teleport. GG. Kannst du es nachvollziehen? Ja. Warum sind wir denn dann... Also ich muss einfach mal ausprobieren, aber also dass ich diese eine Tentakel verteidigen kann, stimmt. Und dass ich in der Wave fight, gut, dann breche ich auch den Freeze, wenn ich in der Wave fighte, aber... Dann ist er tot. Also wenn ich... Ja, also Prinz, ich muss halt mal ausprobieren, also. Okay. Das haben wir ihn ja auch später umgebracht. Du musst auch mal so sehen. Also ihr habt ja beide jetzt Ulti. So, weil jetzt auf einmal fightest du ihn. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist für dich, aber er ist drauf geschissen. Wir warten jetzt erstmal drauf, bis er hier... Bis ihn gleich einmal wegklatscht. Weil ich so Ulti habe, jetzt Er hat ja auch Ulti. Ja, aber meine Ult ist stärker. Ich wusste, dass ich gewinne. Sobald ich Level, siehst du ja im Replay, wenn ich, als ich Level 6 gehabt habe, bin ich instantly vorgegangen. Da kannst du ja schon vorher machen. Guck mal, du kannst 10 Games gegen Wodibear spielen. In dem einen Game gehst du 0-1, in dem anderen gehst du 0-2, in dem einen gehst du 1-0, in dem anderen 2-0 und so weiter. Jedes Game ist doch nicht immer gleich. Wenn ich doch schon vor 6 eine Möglichkeit habe, meinem Gegner auf die Fresse zu hauen, warum soll ich mir nicht auf die Fresse hauen? Wenn der Wodibear einen Fehler macht, macht er einen Fehler. Kannst du punishen. Wenn er keinen macht, dann punish ihn eben nicht. Ist doch völlig okay. Ja, was ich nicht genau weiß, ab wann ich in den Melee-Range runterrennen kann. Hast du, also da hätte ich... Wie oft sagst du als Illaoi, boah, ich habe meinen Gegner in 3 Tentakeln, keine Chance. Vielleicht Mordekaiser. Also ich muss ihn halt in 5 Sekunden töten können oder es schaffen, den Trade... Du musst ihn nicht 5 Sekunden töten. Selbst wenn ich der Wolibear 2-mal weh, kann dir das scheißegal sein. Du hielst dich doch auch die ganze Zeit an ihm hoch. Was hielt er? 20%? Keine Ahnung, 17% seines vielen Lebens. Wait. Aber dafür müsste er dich nochmal wehen, ne? Das heißt, erst bei der zweiten weh. Und was ist mit deinem Champion? Du hielst dich auch. 5% deines fehlenden Lebens. Bei 3 Tentakeln sind es 15. Jetzt hat deine W aber weniger Cooldown. Dann ist du genervt, wenn du mit mehreren hättest, ist es genervt. Wo steht das drauf? Da steht nur der Damage. Ich muss nachgucken. Ich lese ja nur, was da steht. Es ist nur der Damage, der weniger ist. Okay. Hier für dich, bitte eier nicht hier rum. Wenn er kommt, dann von hier, stell dich schon mal hier hin. Dass wenn er kommt, dass du hier direkt einen Engel hast, um ihn zu ehen. Weil du kannst da dort seinen Weg von unten halt ein bisschen abschneiden. Genauso wie hier jetzt auch. Wieder direkt hier stehen bleiben einfach. Weil jetzt kommt er wieder for free durch und bricht deinen Freeze. Wie viele Mastery Points hast du für Illaoi? 4,5 Millionen. Ich gehe 6-0 in dem Game und alle Teammates gehen AFK.
Okay, warte kurz. Ist die Frage, sind meine Mates dann schuld, dass ich verloren habe? Ja, natürlich sind sie schuld. In dem Spiel habe ich 100% wegen Teammates verloren. Also, nee, ich hätte einen Move anders spielen können, aber... Mama, ab dem Moment, wo der Tower weg ist, right? Ich spiele einen Move in der Mitte falsch und da hätte ich vielleicht gewinnen können, aber es ist halt sehr schwierig, wenn man der Einzige ist, der gewinnen will, zu gewinnen. Mal, war das der, oder? Nee, da hast du ihn umgebracht. Ich weiß gar nicht, warum du dich einfach durchdrückst. Kannst du aber abkar durchpushen. Ich kann die Ball aufhalten. Oh, Team weg. Du kannst doch erstmal diese Wave annehmen, bevor du wegrotierst. Ich will gegen Volibear spielen und nicht gegen den anderen. Aber dann geht die Katharina nicht hoch. Ja, was? Katharina verliert gegen Volibear. Ja, die soll gegen Aurelia Sol spielen und nicht gegen Volibear. Aber dann habe ich Illaoi in der Mitte. Ist doch okay. Gegen die Gegner? Ja, ist okay. Besser als gegen Aurelia Sol auf der Kapelle. Hier machst du einen Fehler, da verlierst du das Game. Welchen Fehler machst du denn? Ich miss mein E und Turn bleibt nicht bei der Tentakel und muss auf den Aurelia Sol fokussen. Also die Flash holt in 4 Leute, ist okay. Katharina hilft mir nicht, weil die wollte schon verlieren. Tristana ist AFK, noch ist auch AFK. Also hat eigentlich 3 Spieler AFK und jetzt miss ich mein E und müsste auf den Azon jetzt hier turnen. Aber ich chase den Kindred, weil der Fight für mich eigentlich total gewonnen aussieht. Weil ich dachte, mein Team folgt. Aber es ist halt, ist dann ein Fehler. Ich muss auf den A-Soll fokussen und bei den Tentakeln bleiben. Und mein E treffen. Dann wir können auch einfach rauskiten danach. Ich will Bot einfach weiter splitten. Was ist denn, wenn die nicht in den Tentakeln stehen bleiben, sondern rauskiten? Krieg ich einen, weil ich slow dir. Dann ist dein Flash raus, dann ist dein Ulti, dein Teleport raus für einen und dann? Also da habe ich halt ein Play gesehen und es hat nicht funktioniert. Und da verliere ich. Aber ich habe 3 Mitspieler, die AFK sind, also kann ich nichts machen. Tristana ist nicht AFK, oder? Ja, aber Molib, Nocturne und Katharina spielen auch nicht mehr mit. Ja, dann ist doch dieses Game noch einfach abgehakt. Ja, sag ich doch, dass meine Mitspieler schuld sind. Aber du sagst, du verlierst immer wegen den Leuten. Wir können dann andere Leute climpen. Ich kann ja auch climpen. Aber das kannst du mir ja vielleicht noch beibringen. Also woran liegt es, dass ich halt oft 50% Winrate habe? Egal, in welcher Elo ich spiele. Weil du Angst vor einem Silber-Volibear hast. Aber das ändert ja nichts an dem Champion. Also wenn er halt einen Fehler macht, dann ändert sich das Matchup wieder. Ob ich die Lane 1-0 verlasse oder ob ich die 3-0 verlasse, hat auch schon mal großen Einfluss. Ich habe sie 6-0 verlassen, das ist ja auch nicht so. Nein, ist ja nur als Beispiel. Du kannst ja mit mehr Ressourcen allein schon aus der Lane rauskommen. Also ich meine, von deine Mates auch jetzt hier schuld, dass du elfmal gestorben bist? Oder Jhin hat aber hart die Hosen an. Oh, gegen Ornn? Wie kannst du gegen Ornn 7-11-7 gehen? Holy shit, das sollte unmöglich sein. Leute, es gibt schlechte Matchups und dann gibt es Unplayable Matchups und das ist ein Unplayable Matchup. Also für den Ornn. Also selbst wenn Illaoi 0-3 wäre, ist es Unplayable für Ornn. Wee, sogar 2x mein Execute-Start. Ja, da ping ich den Kindred, weil ich noch Play machen will, der moved nicht. Die Kindred? Aber da bin ich ja auch selber zu stur und mach's dann auch alleine. Nur jetzt habe ich eine Ultimate Launch, das will ich dann eigentlich direkt nochmal ordentlich kaputt machen. Hast deine W verkackt? Hast keine Tentakel, er dodgt alles, der Mann. Fight ist in 20 Minions und dein Jungler schuld? Ja, ich ping ihn, dass er da mitmoved, aber der kommt nicht und dann probiere ich es trotzdem und dann bin ich dann schuld, wenn ich es alleine mache, wenn es nicht klappt. Also der hat die Level 6 bereits vor dir, ein halbes Level mehr. Und dann willst du mir sagen, du weißt nicht, warum du in dieser Edo noch... das ist illegal. Und du bist dir sicher, dass es nicht deine Schuld ist, dass du auf dieser Edo bist? Das wird ja schon an mir liegen. Also. Aber eben hieß es, ich weiß es nicht und es liegt an meinen Mates. Genauso liegt es auch an mir, dass ich in eine andere Elo mal geclimbt bin. Also wird alles irgendwie an mir liegen. Spiele ich halt mal schlechter und mal besser. Was denkst du denn, was es ist? Keine Ahnung. Also ich kann dir eins sagen, dafür, dass du 4,5 Millionen Masterpoints auf Illaoi hast, kannst du auch mit 10 Games drauf haben, was du machst. Du solltest dich vielleicht mal wirklich mit grundsätzlichen Basics vielleicht einfach mal auseinandersetzen. Also ich finde es cool, dass du dich auch... Was denn? Was denn? Kennst du Matchup-Analyse? Die gute Alte. Wie geht's dir denn? Wo ich meine Wave-State haben will, wo ich meine Power Spikes hab. Nö, das Power Spikes ist da nichts von drin. Wie die Trading Patterns sind. Es muss ja nicht immer nur deine Schablonen-Matchup-Analyse sein. Aber genau, also wo ich meine Power Spikes hab, wo ich meine Wave-State haben will. Das stimmt, es muss nicht immer meine Schablone sein, da hast du recht. Aber welche Schablone nutzt du denn? Bauchgefühl. Ich kenne eigentlich die Matchups, also ich kann zu jedem Matchup sagen. Habe ich gesehen, dass du das All-Matchup kennst. Oder das Volibear-Matchup. Pass auf, es kommt doch nicht drauf an, kenne ich die Matchups, es kommt drauf an, kenne ich die Umstände. Also ich gucke, welcher Champion ist stärker und wenn ich stärker bin, dann spiele ich für Playtings. Oder ich freeze the wave und zone ihn weg.
Und wenn er stärker ist, dann spiele ich defensiv am Tower. Dann gucke ich, wo der Jungler ist. Wenn ich halt pushe und nicht weiß, wo er ist, spiele ich halt auf ein 1v2. Aber wenn mein Jungler Botside ist und er am Drake ist, dann pushe ich auch gerne, weil dann kriegen wir den Drake, auch wenn ich das 1v2 nicht gewinne, wenn da ein Risiko ist. Aber warum hast du dich dann im Game davor zweimal in Folge von Diana ganken lassen und hast dich dann hier jetzt auch nochmal abholen lassen? Also, wofür sind wir überhaupt hier? Also, ich hab so das Gefühl, alles, was ich sage, ist dir egal, du weißt es besser. Nee. Das kommt so rüber zumindest. Bring mir was bei. Jedes Mal, wenn ich das tue, kämpfst du dagegen an. Da kommst du mir auf einmal an mit, ja, wenn der Wullibär Ignite hätte. Meiner Einschätzung nach ist Wullibär im Melee-Range vor Level 6 sehr stark. Stimmt ja auch. Habe ich auch niemals was dagegen gesagt. So, wenn ich die jetzt ankomme mit Matchup-Analyse. Frag mich halt für ein Matchup, oder? Pass auf, ich weiß doch selber, ob ein Matchup gut oder schlecht ist. Ich habe dich nie gefragt, ist dein Matchup gut oder schlecht. Glaube ich zumindest, dass ich dich nicht gefragt habe. Ich schaue mir die Umstände an, in denen wir drinnen sind. Wenn ich also sehe, da ist Ornn Level 6 und da ist Illaoi Level 5, dann würde ich doch sagen, die Chance ist höher, dass der Ornn gewinnt. Warum? Er hat ja seine Ulti schon. Korrekt? Ja, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das war, glaube ich, wegen dem Tod. Also normalerweise sollten wir relativ gleich auf Level 6 sein. Er war ein halbes Level vor Level 6. Es sei denn, ich sterbe halt auf der Lane und die Wave ist schlecht oder ich share mit dem Jungler XP. Oder habe ich halt schlecht gespielt. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er das Level 6 vor mir hätte. Es war, glaube ich, sogar, also ich war, glaube ich, sogar auch close oder so, aber ja. Du warst close? Du warst 60% davon entfernt. Ich weiß nicht, ob wie viel HP er noch hat. Ich respekte auch nicht so viel auf der Elo. Ja, ja. Aber den Wullibär hast du auf einmal respektet. Der Wullibär, der keine E hatte. Der Wullibär, der keine Passive ab hatte. Du sollst nicht Champions respektieren, du sollst Fähigkeiten respektieren. Wenn du gegen Mordekaiser fightest, der hat keine Ulti. Musst du krass Angst vor ihm haben? Ja. Warum? Wegen seiner Passiven. Wegen seiner Passiven? Also, wenn er einmal in dir drin ist, dann gibst du ihm mal eine Passive ins Gesicht. Er ist stärker vor Level 6. Ich muss auch am Tower spielen gegen Mordekaiser. So, pass auf. Weißt du, warum diese Matchup-Analyse so broken ist und nicht auf Champions achtet? Weil die Champions irrelevant sind. Wir achten auf Fähigkeiten. Wenn ich gegen Jax spiele, der darf seine E nicht nutzen, geil für mich. Wenn ich gegen Fiora spiele, sie darf ihre W nicht nutzen, geil für mich. Deswegen ist diese Schablone so broken. Deswegen bringe ich diese Schablone auch so oft bei. Und deswegen kann ich fast jedes Mal in einem Coaching sagen, jemand ist gleich tot, weil ich auf diese Schablone achte. Da sind mir auch Außeneinflüsse egal. Welcher Spell oder Mechanic macht den Gegner stark? Wovor haben wir denn Angst bei Wullibär? Wullibär, das, was ihn stark macht, ist das halt seine W. Erstens einmal, dass er groß bursten kann mit seiner Combo, ne? Wenn er QE, wenn er, doch, wenn er dich mit EQ Ortec W angreift, kann er nicht sehr viel bursten. Und dass er danach DPS hat über seine W, korrekt? Dass er über das Healing auf der W, du musst um das W rumkreifen. Ja, wenn er also seine zweite W. Du musst ihn entweder töten, bevor er sein W nochmal nutzen kann, oder Du kannst ihn doch einfach durch die W umbringen. Je nach Situation geht das auch. Ja, also du musst ihn töten, bevor er sein W2 rauskriegt, oder du musst. Der W2 macht ihn ja nicht unverwundbar. Der macht ihn stark, aber es macht ihn nicht unverwundbar. Mein DPS ist nur in der Ult hoch und der wird abnehmen. Und wenn er meine Ult geht, weiß gar nicht, wie lange geht. 8 Sekunden, 8, 9 Sekunden oder so. Wenn er das W2 rauskriegt, dann kippt der Fight meistens. Alter, ich brauch gleich Alkohol, ne? Ich brauch gleich einfach Alkohol. Weil ich bin bei meinen Eltern, die sind Moslems. Wenn ich hier Alkohol trinke, die schlachten mich dann auch sofort gleich ab. Ja, auf jeden Fall. Wullibär nach der zweiten W ist gefährlich. Er ist nicht untötbar, ne? Sondern er hält dann ein bisschen mehr aus. Ne? Wo möchte ich fighten? Auf der Lane, bla bla bla. Illaoi möchte eigentlich nur nicht mit dich fighten, ne? Weil hier, wenn du genau hier mittig bist, kommt die Tatake nicht wirklich ran. Okay. Wenn vor Level 6 will ich die Wave am Tower halten. Und nach Level 6 will ich ihn reinpushen, dass er am Tower steht. Ja. Und gegen Wullibär werde ich nicht mitmoven. Ich sag einfach ja. Auf eine Skyline Curve move ich. Ich sag einfach ja. Bei anderen Matchups, wo ich schwächer bin, ja, aber ich prinzipiell mitmoven könnte, will ich die Wave dann auch zur Mitte spielen, statt zum Tower, obwohl sie für meine eigene Lane eigentlich am Tower besser wäre, aber damit ich prinzipiell mitmoven könnte. Yes, yes, genau. Was mache ich, wenn der Gegner Spell/Mechanics auf Cooldown hat, weil sie nicht normalerweise in Lage ist? Normalerweise trade ich sie dann. Vielleicht könnte ich beim Wullibär das Tapu, weiß, aber wenn ich halt die Trade mal trotzdem noch verliere, dann nehme ich ihn mit. Das müsste ich halt wissen. Nach 4,5 Millionen Mastery Points sollte man sowas mittlerweile schon wissen. Ich kann mir das ja auch gegen die Ornn auch genauso angucken. Wie kommt es denn, dass der dich klappt? Hier zum Beispiel, wenn wir uns das mal angucken. Du läufst in seine Stärke rein, was seine W ist. Er klappt dich. So, und du kannst ihm deine Stärke noch nicht wirklich zurückgeben. Warum? Du hattest immer am Anfang noch keine Tentakeln. Jetzt hitten die auch alle nicht. Ja. Und wenn er jetzt nicht dumm wäre, hätte er jetzt um dieses Minion herumgekitet und schlägt dir die Fresse problemlos ein. Weil du tankst nochmal nebenbei diese ganze Wave. Aber trotzdem sagt ja meine Schau. Ja gut, er hat ja nichts mehr. Dann habe ich halt den Trade verloren und es war bad, dass ich seinen Weh gefressen habe. Ja, trotzdem sagt ja hier gerade meine Schablone, ey,
Du bist mehr in seine Stärke reingelaufen als er in deine und deswegen gewinnt er. Deine Pass. Ich dachte halt, ich habe zwei ja. Kills und ein Item Advantage und dann probiere ich mal. Aber war halt falsch. Warum? Dieser Schablone, es ist egal, ob du 2-0 bist oder nicht. Du hast nicht um deine Stärke herum gespielt. Direkt das Feedback. Der Orn hat direkt seine Schablon-Kombo auf dich drauf bekommen. Du hast deine Schablon-Kombo nicht drauf bekommen. Super. Ob du 2-0 bist, hast du verloren. Ganz simpel. So, fighte. Solange der Orn hinter Minion stehen bleibt, kannst du ihn nicht wirklich ehen. Wenn du ihn nicht ehen kannst, kannst du ein bisschen mit deiner Kuh poken. Das bisschen Kuh-Poke interessiert ihn noch nicht im Moment, weil du noch nicht einen Cleaver hast oder sowas, was du dann hochstacken kannst. Deswegen haut er dir auf die Fresse. Ich hätte halt den Jungler gepinkt, dass er kommt, weil ich mein Plan war, ich komme auf die Lane. Der war da noch kurz vorher. Dann dachte ich, ich komme auf die Lane und dann habe ich es halt falsch eingeschätzt, weil ich 2 Kills hatte und dachte, das Trading Pattern kann ich jetzt ändern, da er da 2 Kills behind ist. Also, ne? Dein Jungler ist mir dabei scheißegal, weil dann werde ich sagen, ey, du hast da selbst nicht drauf aufgepasst. Ich weiß auch gar nicht, wie du dir hier den Gang vorstellst. Denkst du, der Viego läuft und Orn so, oh mein Gott, Viego ist hier und läuft erst jetzt weg? Du hast ja kein Setup für den Viego. Das ist eine Sache. Und die Wave ist nicht hinten genug für den Viego. Dein Viego war nicht da. Warum? Dein Viego kann hier nichts tun. Ich weiß gar nicht, wie du dir das vorstellst, wie Viego ganken soll, wenn der Orn hier stehen bleibt. Boah, ich weiß, ich glaube, der recallt da. Und wie soll der den Orn ganken, wenn der hier steht? Ich sehe das gerade noch nicht. Moment. Der hat da, glaube ich, recallt oder so. Wie soll er den Orn ganken, wenn er hier wäre, wenn der Orn hier steht? Er muss sein W treffen. Also dann läuft er einfach hin. Wo ist er denn jetzt? Es ist doch egal, wo er steht. Angenommen, der Viego gankt jetzt. Und Orn stand sehr lange hier. Ja, wenn er sein W zwischen zweiter Tarking trifft, dann klappen wir den. Zwischen zweite? Sag mal, bist du... Boah, das ist das erste Mal, dass ich so etwas in deinem Coaching sage. Bist du behindert? Pass auf. Respektvoll und professionell sein. Zum Glück sage ich nie, dass ich professionell bin. Wie soll das... Guck mal, du flamest doch. Du gehst doch auch voll auf deine Mates drauf. Sagst, dass die bad sind. Wenn ich jetzt zu dir aber sage, das ist nicht so. Wie soll der hier ganken? Also, wahrscheinlich ist es auch nicht gut, weil Viego zu low HP ist. Und ich denke, in meinem Kopf geht das jetzt vor, okay, ich hab 2 Kills. Der Orn hat keinen Kill. Ich habe gerade mega krasse Item Advantage, das müssten wir dann eigentlich nochmal kleppen können. Okay, und du denkst, dass der Orn hier einfach stehen bleibt, wenn er den Viego sieht? Nee, der sieht doch den Viego, geht nach hinten, du hast kein Gang-Setup. Selbst wenn du eins hättest, wäre das hier ein Kack-Spot für ihn. Das lohnt sich einfach nicht. Ich weiß auch manchmal gar nicht, woher du dir die Frechheit nimmst, immer als erstes auf deine Mates drauf zu schauen. Klar verkacken die doch auch mal, die sind ja auch in Silber drinne. Selbst wenn du sagst, dass du mal in Emerald warst und da irgendwie ein bisschen besser hingehörst und so weiter, kann doch gut möglich sein. Dann bist du Emerald und die sind Silber. Du verlangst doch auch nicht von einem 5-Jährigen, dass er sich verhält wie ein Erwachsener. Soweit ist er doch noch gar nicht. Dann ist es deine Aufgabe als Erwachsener, dass du dich halt, naja, Erwachsener verhältst. Ja, richtig? Ja, richtig. Ich finde das so respektlos von dir, dass du so schnell auf andere hinschaust. Du bist nicht in Silber, weil dich deine Mates aufhören. Klar verlierst du auch mal Games wegen denen. Tut jeder mal. Du musst halt anders spielen. Dass der Gang nicht so Bombe ist, ja, stimmt. Selbst wenn der Bombe ist, da musst du sagen, Moment, also der Weg geht jetzt nicht in die Base und er also kommt nicht. Komm, hol dir diesen Free-Kill nicht ab. Ich gehe nicht dafür. Würdest du sagen, dass es ansatzweise klappt? Nein, gar nicht. Auf gar keinen Fall. Du bist insane am Griefen. Niemals. Der sieht den Viego, geht da nach hinten, der Play ist zu Ende. GG, der Viego hat Zeit verloren, wird vielleicht immer auf Botside invaded, verliert seine ganzen Camps, er kann auch gleich AFK gehen. Selbst wenn du ein Gang-Setup hättest, selbst wenn du, keine Ahnung, Camille, Jax, Irelia wärst, wäre der Viego bei mir im Coaching, hätte ich ihn geflamed, dass er da hochgeht. Der verliert seinen ganzen Botside-Jungle dafür. Also müsste ich jetzt hier einfach die Wave auf mich pushen lassen und das langweilige Trading-Pattern mit am Turm stehen weiterspielen. Du kannst ja einfach schon mal, ne, die hier schon mal den Tentakel vorbereiten, die Wave nach hinten kommen lassen, dann hast du bis hin hier deine Tentakel wieder fertig. Und dann treffe ich den Darm einmal mit der E. Oh, genau. In der Zwischenzeit kannst du die Wave aus dem GG. Der kann nicht mehr spielen. Ja. Und jetzt habe ich halt 2 Kills und. Jetzt hast du 2 Kills, läufst rein wie ein Bonobo, weil du Schablon Gaming nicht machst. Und kriegst jetzt hier einer aufs Maul. Ja, ich teste das jetzt und merke, dass es nicht geht. Okay. So, weil jetzt hilfst du, wie gesagt, jetzt triffst du zwar die E, ne, aber das ist halt das, was ich meine. Ich stelle mir immer die Frage, wie würde das ausgehen, wenn der Gegner das halt auch vernünftig spielt? Er hat auch ein Level mit draufgeschissen, mattert nicht. Wenn der Orn jetzt nur um dieses Mini hier herumkeitet, hast du verloren. Du kannst ihn nicht ehen. Der stellt sich hier hin, gibt dir einen Ortec, du gibst ihm Ortec, super, aber du kannst nicht ihn. So, und jetzt mache ich Schablon-Gaming eben einmal fertig, weil der nächste wartet auch schon seit 16 Minuten. Deinem Gegner fehlt ein Spell, ne, weil er kann ihn
Er ist ja auf Cooldown oder kann er dich anwenden, so wie du mit deiner E. Vielleicht sogar der Wichtige. Und es ist deine E, ist ein wichtiger Spell. Hau ihm aufs Maul. Der Gegner macht ja genau dasselbe. Das heißt, wenn ich jemals sehe, Illaoi hat keine E ready, Illaoi hat keine Tentakel ready, fighte ich sie. Es gibt sehr viele Champions, die zone Irelia crazy auf Level 1. Warum? Wenn sie ihre Passive nicht hat, was soll sie machen? Einmal Auto-Attack, Q und fertig. Da gehen sehr viele Stats flöten, so wie auch bei Volibear. Ne, den kriegt er Attack Speed drauf und On-Hit-Damage, was Volibear beides auch bekommt. Zone, ne? Wenn dein Gegner nicht fighten will, so wie der Volibear eben, weil er hatte seine E nicht ready und seine W-Passive war auf Cooldown, zone ihn aus der Wave raus, sodass er an Gold und vielleicht sogar an XP verliert. Easy. Illaoi kann mit dem richtigen Setup, gerade auch hier, sehr geil den Gegner zone. Und drittens ist manipuliere die Wave. Zuletzt mit Zone kannst du die Wave so anpassen, wie du es gerade brauchst. So wie zum Beispiel gegen den Volibear, der hier in den River reingegangen ist und du dir nicht mal die Zeit genommen hast, um die Mini-Wave auszudünnen, sodass er sie nicht in den Tower reinbekommt. Da kannst du so viele Google-Doc-Schriften wie möglich haben. Aber das hier ist Schablon-Gaming. Das ist besser als diese ganzen Informationen, wie viel Damage die Minions machen. Ich wusste es halt nicht, ob ich ihn kriege oder nicht. Nur denke ich, dass es auf jeden Fall safer ist, die Wave pushen zu lassen und sie ein bisschen auszudünnen. Klar. Wow, ich muss den Trade ja nicht vor seinem Turm nehmen, sondern ich kann ja auch... Du hast doch kein Setup dafür, du kannst ein bisschen poken. Ein bisschen poken geht immer klar. Wenn ich es nicht genau weiß, ich kann ja auch für das Safe Play gehen und schauen, wie viel Damage macht er mir, wie viel Damage macht er mir. Nur, dass ich jetzt eine Pickaxe habe, oder dieses komische Ding, da ist ja keine Pickaxe, diesen Hammer, heißt es ja nicht, dass er mir weniger Damage macht. Ja, du kriegst aber noch denselben Schaden, aber wenn du deinen Schaden nicht triffst, was deine E ist, ne, beziehungsweise du auch schon vorher keine Tentakel hattest, bringt dir das ja nichts. Ich kann gegen Irelia fighten, wenn sie ihre Passive nicht voll hat, ist sie auch wieder scheißegal. Scheiß mal auf deinen Grasp. Also Grasp jetzt hier jetzt so sehr alles bricht. Okay, ich habe die Sache jetzt auch zugeschickt, geh jetzt zum nächsten. Wenn du was liebst, kannst du mir gerne schreiben. Dann, tschüss. Haus rein dann. Danke. Bye bye. Ich brauche eine Sujuk.